Was ich für eine persönliche Kilometer-Challenge habe in den nächsten 21 Tagen und was ihr da davon noch mitnehmen könnt, deswegen bleibt dran in der aktuellen Folge. Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier auf YouTube. Cool, dass ihr da seid. Ja, heute gehen wir mal rein in ein Thema, was aktuell in vielen Stadt-, Landkreisen und bundesweit eigentlich ein Thema ist. Das ist Thema Stadtradeln. Aber Stadtradeln gar nicht groß im Thema heute, sondern eher, was man daraus machen kann für sich persönlich. Ich habe mir mal ein bisschen überlegt, eigentlich dachte ich ja, ich fahre genügend Fahrrad, ich muss an dem Thema mich nicht großartig beteiligen, habe aber dann, nachdem ich ja auch ein klein bisschen in der Medienarbeit mitarbeiten durfte, dementsprechend auch ein bisschen an dem ganzen Thema einen Gefallen gefunden und dachte ich, okay, melde ich an die App doch einfach mal an und tu doch auch Kilometer sammeln für diesen ganzen grünen, ökologischen, klimaschutztechnischen Zweck. Zum Thema Stadtradeln, kurz umrissen, nichts Großartiges, da geht es darum, um einfach in 3 Wochen, sprich 21 Tagen, Kilometer zu sammeln, CO2 einzusparen für den Klimaschutz. Eine coole Aktion wird von Landkreisen ausgeschrieben, wie es jetzt hier in Freudenstadt auch beginnt, am Sonntag, also morgen, vom 4. bis zum 24. diesen Monats, kann man dann quasi Stadtradeln und Kilometer sammeln in diesem Juni für den ökologischen Zweck. Finde ich coole Aktion und macht auch richtig Bock. Aber dazu ist mal am Rande nur. Mir geht es ein bisschen auch darum, was kann ich für mich persönlich aus der ganzen Sache rausnehmen, was habe ich ein ganz klein bisschen vor. Ich habe mir vorgenommen, dass ich schaffe in diesen 21 Tagen, also in 3 Wochen genau, dass ich da schaffe, 1000 Kilometer runterzufahren und die einfach beizusteuern zu dem ganzen Projekt des Stadtradelns. Jetzt können viele vielleicht sagen, ja, das ist doch gar nicht viel. Müssen wir mal runterbrechen, das sind am Tag runde 50 Kilometer. Und wenn wir die irgendwie in den Alltag hineinbekommen möchten, dann muss man die auch irgendwie reinpacken. Klar, für all die, die schon in den Kommentaren losschreiben und sagen, das ist doch gar kein Thema, das fahre ich auf meinem Biobike auf dem großen See runter. Gerne, dann einfach anmelden bei der Stadtradel-App und einfach mitmachen und dann können wir auch gerne mal in einer weiteren Videofolge nochmal drüber berichten, wie bei euch die Kilometerleistungen dementsprechend waren. Also mein Anspruch ist einfach dahingehend zu kommen, 1000 Kilometer in 3 Wochen, dachte ich eigentlich, ja, ist ja gar nicht so arg schlimm, habe eh meine 800 bis 1000 Kilometer pro Monat auf dem Tacho, deswegen kriegen wir das hin. Es passt aber auch wunderbar ins aktuelle Konzept des Kanals, wo ihr was mitnehmen könnt und auch ein bisschen ein paar Tests mitnehmen könnt. Für mich ist einfach da auch ganz cool, da wir aktuell mit dem Radpartner Conway, ich ja dieses SUV Xyron, also Conway Xyron SUV 6.9er Rad fahren darf, was ja genau in dieses Thema hineinpasst und da auch wirklich super cool Sinn macht, denke ich mal, mach's doch einfach mal Spaß auf diesem Fahrrad, diese 1000 Kilometer einfach zu leisten und dann schauen wir doch einfach mal nach, was am Ende da sowohl rauskommt für die Umwelt, aber auch für die persönliche Fitness. Das ist nämlich auch noch ein Thema, wo man ein bisschen gucken muss, am Tag 50 Kilometer immer zu leisten, kann auch mal auch mit dem E-Bike je nach Tagesform an ein Fitnessproblem rankommen. Ich glaube es nicht, aber schaut einfach mal nach. Wenn ihr Bock habt, macht einfach dementsprechend mit. Ihr könnt mir auch auf ganzen Sache noch auf Insta folgen. Da werde ich immer wieder mal täglich oder so zweitägig einen kleinen Update-Post raushauen, wie es mir aktuell geht, wie viele Kilometer ich aktuell schon habe und wie mein Ziel eigentlich aktuell so steht, dass ich auch hinkomme an diese 1000 Kilometer dementsprechend. Passt aber noch in das Kanalleben in zweiter Hinsicht gut rein. Ich habe ja gerade dieses Thema GPS-Tracker noch ein bisschen als Thema, wo ich eine Serie draus machen möchte. Und dann müssen ja einfach auch die Kilometer protokollieren, aufzeichnen. Und ich glaube, das ist auch eine coole Möglichkeit, mal zu testen, wie ein GPS-Tracker auch im Alltag funktioniert und wie ich auch meine Tourenaufzeichnung habe, dass ich die auch an diese Stadtradeln-App und Co. einfach übermitteln kann. Ich finde es einfach mal ein cooles Experiment, das man jetzt hier einfach so machen kann, dass ihr einfach mitnehmen könnt. Aber auch, wir werden mal gucken, was dementsprechend so ein Akku am E-Bike an Strom für diese ganze Leistung braucht. Ich werde mal morgen früh, bevor es losgeht, Sonntagmorgen geht es ja los, werde ich dann einfach mal das Fahrrad auslesen in der Flow-App, werde mal nachgucken, wie gerade der aktuelle Akkuladestandszähler ist, cooles Wort, werde mal gucken, wie viele Akkufüllungen ich gebraucht habe für meine 1000 Kilometer plus minus.
Also, ich finde es echt mal eine spannende Entwicklung, mal zu gucken, wo sowas einfach für sich persönlich auch hingehen kann. Und das Thema ja weg vom Auto hin zum E-Bike ist ja für mich eh ein Kanalthema, wo für mich nicht das große Problem darstellt. Aber für anderen, wo sagt, okay, das ist einfach ein Ansatz für mich, da reinzugehen, echt eine coole Geschichte, uns Auto mal das ein oder andere Mal stehen zu lassen. Also zwei coole Sachen, die den Kanal betreffen, die auch euch ein bisschen mitnehmen können, um zu schauen, wie klappt sowas und wie sind auch die Zahlen einfach da dahinter. Ich werde ein paar Daten noch mehr protokollieren und auch nach diesen 3 Wochen ein klein bisschen tiefer noch in das Thema einsteigen, euch mitnehmen auf dem Thema, was wurde eigentlich aus der ganzen Sache draus. Soweit für mich eine echt spannende Folge. Ich freue mich da mega drauf, dass wir einfach mal zusammen dieses Projekt angehen können. Wenn ihr Bock drauf habt, in eurem Stadt-Landkreis, könnt ihr ja gerade mal nach unten die Kommentare füllen oder auch einfach mal reinschreiben, ob ihr einfach auch da gerade aktuell dran seid und auch mitradelt für den Klimaschutz. Ich finde es echt richtig cool, dass es diese Aktion gibt und dass man auch sehen kann in dieser App, wie ein anderer gerade fährt und wie gerade die Masse gerade unterwegs ist, um einfach auch einen Spiegel zu haben, wie sich aktuell der Kilometerstand dementsprechend bei Einzel- oder auch Gruppen dementsprechend ein bisschen hochbohrt. Also ich glaube, da gehen wir noch ein paar Folgen hier auf dem Kanal mehr drauf ein, weil es für mich einfach ein spannendes Thema ist und einfach mega cool gerade reinpasst. Und warum auch nicht, passt doch einfach. Soweit die kleine Folge. Lasst noch ein kleines Abo da, lasst noch ein Like da und jetzt hängen wir noch hinten ans Video dran den aktuellen Trailer oder den offiziellen Trailer vom Stadtradeln hier im Landkreis Freudenstadt. Let's go, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Mach mit beim Stadtradeln im Landkreis Freudenstadt. Radeln fürs gute Klima. Schnapp dein Bike vom 4. bis 24. Juni und sammel Kilometer für den Klimaschutz. Melde dich an unter stadtradeln.de und sammle auch coole und klimaschonende Kilometer in deinem Alltag.